Irgendwie komisches Vibe, muss ich schon sagen. Da haben wir das, da die zwei Orte. Naja, gut, jetzt gehen wir mal zum Überwachungsraum. Überwachungsraum, wo ist der? Zum Überwachungsraum, das heißt, wir müssen die Stimmenanalyse machen. Gut. Was haben wir da? Ja, die Hotspot-Taste sagt jetzt gar nichts an. Klicke den Spiegel an. So geht das. Gut. Ich Stimme. glaube, ich habe ein Radio gehört, als ich mit dem Mörder gesprochen habe. Wenn ich nur diesen Sender lokalisieren könnte, mit Filtern kann ich ein paar der Interferenzen entfernen. Okay. Pass auf. Das ist natürlich jetzt wichtig. Weng hat die Spur mit der Stimme des Killers entfernt. Das heißt, wir werden da mal auf Analyse drücken. Dann also der Bereich 1. Bereich 2. Der schlecht erkennbar. Bereich 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, das sieht man da ganz schlecht. Dort ist das. Der Filter wurde nach diesem Abschnitt angepasst. Das ist zwar, da sieht man da eh 4, 5, 6, 7. Also der Bereich Ich 1. markiere einen bestimmten Abschnitt, der dann für die ganze Aufnahme benutzt wird. So ein Filter entfernt alle ähnlichen Interferenzen. Also Bereich 1. Klickst du mal an und drückst auf Filter. Ich habe es geschafft, ein paar von den Interferenzen aus der Aufnahme zu entfernen. Das heißt, du hast auf 1 auf Filter gedrückt, um das erste störende Geräusch herauszuschneiden. Ähnliche Geräusche werden dadurch in der gesamten Aufnahme entfernt. Klicke erneut auf Analyse. Und wiederhole die Filterprozedur mit Bereich 2. Das heißt, das ist jetzt in dem Sinn dieser Bereich. Ah, dieser. Das haben sie aber jetzt wirklich deppert gemacht. Bereich 2. Filter. Ich habe es geschafft, ein paar von den Interferenzen aus der Aufnahme zu entfernen. Und wieder Analyse. Und dann ist es. Drei Filter. Könnte nicht besser sein. Jetzt sollte ich mir die Aufnahme aufmerksam anhören. Tja. So soll's ausschauen, was du das richtig gemacht hast.
So sollte es auch schon. Das ist ein Radiosender aus Lafayette. Oh, your baby, you can't be fooled. Oh, yeah, country. Let's just see your way. Canada Day. Ich fuhr auf mein Moped auf den Highway. Ich und mein Moped fuhr auf den Moped. Oder Radiosender aus Lafayette. Gut. Das Ganze beichten wir unserem Partner. Radio. Was halten Sie davon? Können Sie eins und eins zusammenzählen? Wir haben folgende Hinweise vom letzten Päckchen. Eine Schifffahrtsgesellschaft aus Louisiana, die Filialen in Baton Rouge, in Gretna im Jefferson Parish und im Terrebonne Parish unterhält. Die Pflanze zu den Samenkörnern kommt in drei Bezirken vor. Terrebonne, Jefferson und Plaquemines Parish. Dank des Telefongesprächs könnte ich die örtliche Radiostation in Lafayette identifizieren. Aber das reicht nicht. Die Reichweite. Ich glaube, die Reichweite des Senders ist maximal 60 Meilen. Ziehen Sie einen Kreis mit diesem Radius um Lafayette. Eine Minute. Da kommen wir ja schon. Terrebonne Parish. Die Stadt heißt Battalion. Wir haben sie, Cartman. Ja, ich freue mich noch zu früher. Wir haben noch mal momentan einen Hinweis. Wir haben noch momentan einen Hinweis, Lady. Wir haben also den Ort. Battalion, Louisiana. Was glauben Sie, sollten wir als nächstes tun? Nett von Ihnen, dass Sie mich nach meiner Meinung fragen. Okay, vielleicht reden wir uns da etwas ein. Niemals. Aber ich glaube, wir sollten das überprüfen. Halleluja. Morgen früh, mit dem Flugzeug. Bereiten Sie die nötigen Dokumente vor. Okay, ich werde Sie über den Flug informieren. Ich gehe nach Hause. Vielleicht bekomme ich einmal ausreichend Schlaf. Ich sehe Sie dann am Flughafen. Ich rufe Sie an. Tschüss. Tschüss. Hier beim Sheriff ist es ziemlich nett. Aber die Atmosphäre ist ein wenig einschläfernd. Da werden wir auch schlafen gehen. Ah. Ich mache jetzt einmal kurz Pause. In 30 Minuten kommt das nächste Video. Okay. Tschüss.